In diesem Video wird das Eiereisen mit seiner Wirkung auf das Druckverteilungsmuster, die Stellung der Zehenknochen und den Fußungsablauf besprochen. Die dargestellten Daten wurden im Rahmen einer Forschungskooperation zwischen Werkmann und dem Veterinäranatomischen Institut Leipzig erhoben. Das Eiereisen stellt eine Modifikation in der dorsopalmaren Ebene in Form eines geschlossenen Hufeisens mit einem eingeschweißten Steg als palmare Unterstützung dar. Der Steg wurde ungefähr unter dem Ballenlot positioniert und befand sich damit außerhalb der Hufsilhouette. Damit war die Auflagefläche im hinteren Hufbereich vergrößert und der Strahl blieb in diesem Fall ohne tragende Funktion. Die Unterpolsterung des Strahls zur Einbeziehung in die Lastaufnahme ist ebenfalls möglich, wird jedoch an einer anderen Stelle besprochen. Die Herstellung des Eiereisens wird in dem entsprechenden Video durch Mitch Taylor demonstriert. Das Eiereisen ist ein therapeutischer Beschlag und findet seine Anwendung bei der Entzündung der tiefen Beugesehne bzw. Erkrankungen an deren Unterstützungsband. Weiterhin kommt dieses Hufeisen bei schmerzhaften Prozessen im palmaren Hufbereich wie der chronischen Entzündung der Hufrolle und Desmopathien der kurzen Zehenbänder zum Einsatz. Auch die Einschränkung des Hufmechanismus zur Ruhigstellung von Frakturen und Hornspalten stellt eine Indikation dar. Zum Verständnis der angesprochenen Erkrankungen und der Wirkungsweise des Eiereisens werden an dieser Stelle die tiefe Beugesehne und die Strukturen der Hufrolle näher erklärt. Die tiefe Beugesehne ist die vereinigte Endsehne des dreiköpfigen tiefen Zehenbeugers, der am Oberarm sowie oberhalb an Elle und Speiche entspringt. Die kräftige Sehne wird im mittleren Drittel des Röhrbeins durch ein Unterstützungsband ergänzt. In Höhe des Fesselgelenkes wird die tiefe Beugesehne manschettenartig von der oberflächlichen Beugesehne umfasst und liegt der Gleitfläche der beiden Gleichbeine auf. Weiter distal zieht die tiefe Beugesehne über das Strahlbein und setzt in breiter Fläche am Hufbein an. In dieser Region ist sie an der Bildung der Hufrolle beteiligt. Diese setzt sich zusammen aus dem Strahlbein, dessen Palmarfläche der tiefen Beugesehne als Gleitfläche dient. Deren verbreiterte Endsehne wird in diesem Bereich von dem Hufrollenschleimbeutel unterlagert. Zwischen Strahlbein und Hufbein befindet sich zudem ein kurzes Band, welches häufig an krankhaften Prozessen beteiligt ist. Die dargestellten Strukturen sind starken biomechanischen Belastungen ausgesetzt, weswegen gerade an der tiefen Beugesehne und in der Hufrollenregion häufig Schäden auftreten. Grund dafür ist die Stellung, in der sich die Zehenknochen des Pferdes befinden und die daraus resultierende Belastung in der Dynamik. Die Besonderheit der distalen Gliedmaße des Pferdes liegt unter anderem in der Hyperextension, also der deutlichen Streckstellung des Fesselgelenkes. Damit ist die tiefe Beugesehne von Natur aus einer gewissen Spannung ausgesetzt, was auch vermehrt Druck auf den Hufrollenschleimbeutel und das Strahlbein nach sich zieht. Insbesondere flache Hufe sind durch ihre Konformation prädisponiert für Überlastung der tiefen Beugesehne und Erkrankungen im palmaren Hufbereich. Zudem wirken beim Abfußen auf die tiefe Beugesehne starke Zugkräfte. Je länger dabei die Zehe ist, bzw. je ungünstiger das Verhältnis von Hebel zur Stützfläche, desto mehr Zug muss aufgewendet werden, damit der Huf abrollen kann. Damit wirkt sich eine steilere Stellung des Hufes entlastend auf die tiefe Beugesehne und die Hufrollenregion aus. Zur biomechanischen Wirkung des Eiereisens wird zuerst der Effekt auf die Ausrichtung der Zehenknochen aufgezeigt. Die Röntgenuntersuchung der Zehe wurde mit dem digitalen System der Firma Gier durchgeführt. Das Pferd stand zum Zeitpunkt der Untersuchung mit beiden Vorderbeinen parallel in möglichst natürlicher Stellung auf gleicher Höhe. Ziel war dabei die Erschaffung reproduzierbarer Röntgenbilder zum Vergleich der Zehenknochenstellung unter Verwendung verschiedener Beschläge. Da im Anschluss an die Röntgenaufnahme eine Ausmessung der Bilder erfolgen sollte, kam der Röntgenblock der Firma Eponatec zur Anwendung. Dieser zeichnet sich durch eingearbeitete Referenzpunkte aus, wodurch die spätere Kalibrierung in der Software Metron Huf ermöglicht wird. Um den Effekt der Beschläge auf verschiedenen Böden bewerten zu können, wurde auf diesem Röntgenblock eine Vorrichtung gebaut, die es ermöglicht, eine Holzplatte oder ein Silikonpolster plus Sand zu verwenden. Dadurch ließ sich die Wirkung der Beschläge auf hartem und auf weichem Boden nachvollziehen. Für die Schaffung standardisierter Aufnahmen ist eine korrekte und permanente Markierung zur Ausrichtung des Röntgenstrahls essentiell. In diesem Fall wurde nach der Bearbeitung die Strahlmitte und die weiteste Stelle des Hufes als Referenz zur Anbringung der Markierung verwendet.
Der Zentralstrahl wurde auf den Tragrand gerichtet und mit diesem Verfahren wurde jeweils eine seitliche und eine frontale Aufnahme auf hartem und auf weichem Boden von dem entsprechenden Huf angefertigt. Im Folgenden wird der Einfluss des Eiereisens auf die mediolaterale Ausrichtung des Hufbeins in Bezug zum Boden erläutert. Als Vergleichsbasis dienen die Situation am Barhuf und bei der Verwendung eines Standardbeschlages an 5 Pferden. Alle Röntgenuntersuchungen wurden auf einem harten Block und einem Block mit weichem Polster durchgeführt, um die Wirkung der Beschläge auf die Ausrichtung der Zehenknochen auf verschiedenen Untergründen zu erfassen. Bei der Betrachtung der mediolateralen Ausrichtung des Hufbeins zeigt sich, dass der Beschlag mit einem Eiereisen im Vergleich zum Barhuf- und Standardbeschlag auf hartem Boden keinen Einfluss erkennen lässt. Die Position des Hufbeins bleibt unabhängig vom Beschlag gleich. Auf weichem Boden sind grundsätzlich Änderungen unabhängig vom Beschlag zwischen den unterschiedlich beschaffenen Böden zu erkennen. Generell ändert sich die mediolaterale Ausrichtung des Hufbeins auf weichem Boden im Vergleich zu hartem Untergrund. In weichem Boden kann die entsprechend des Körperbaus mehr belastete Hufhälfte einsinken, wodurch sich der Hufbeinwinkel in Bezug zum Boden ändert. Bei Hufeisenmodifikationen, die durch eine palmare Unterstützung das Einsinken in diesem Bereich vermindern, wird häufig eine Verstärkung dieses Effektes beobachtet. Entsprechend der vorliegenden Untersuchung beschreiben folgende Bilder das eben Erklärte. Die Ausrichtung des Hufbeins in der dorsopalmaren Ebene wird durch den Beschlag mit einem Eiereisen stark beeinflusst. Auch zur Beurteilung des palmaren Winkels des Hufbeins in Bezug zum Boden wurden die gleichen Referenzen herangezogen und alle Messungen auf beiden Untergründen vollzogen. Auf dem harten Röntgenblock ist kein Unterschied zwischen Barhuf, Standardbeschlag und Eiereisen erkennbar, da lediglich eine Modifikation der Oberfläche vorliegt. Ist jedoch das Einsinken in den Untergrund möglich, zeigt sich, dass der palmare Winkel des Hufbeins im Vergleich zum Barhuf oder einem Standardbeschlag zunimmt. Das Hufbein stellt sich steiler. Die Hufbeinspitze sinkt stärker als bei einem Barhufpferd oder der Verwendung eines Standardbeschlages in den Boden ein, während der hintere Hufbereich durch die palmare Unterstützung weniger in den Untergrund eindringen kann. Damit ist der Hufbeinwinkel sowohl in Bezug zum harten Untergrund als auch im Vergleich zu einem Standardbeschlag auf weichem Boden deutlich steiler. Dies bewirkt eine Entlastung der tiefen Beugesehne und der Hufrollenregion auf weichen Böden. Von zentraler biomechanischer Bedeutung ist das Verhältnis von Hebel und Stützfläche. Etabliert hat sich als Ausgangspunkt die Bestimmung des Rotationszentrums in dem Teil des Kronbeins, welcher an der Bildung des Hufgelenkes beteiligt ist. Ausgehend davon wird ein Lot gefällt, welches die Bodenfläche des Hufes in einen hinteren unterstützenden Abschnitt teilt und bis zum Abrollpunkt die Länge des vorderen Hebels bestimmt. Das Ausmaß des vorderen Hebels ist umso größer, je länger die Zehe ist. Durch Vor- oder Zurücklegen des Abrollpunktes oder durch Änderung der dorsopalmaren Stellung des Hufes kann ebenfalls Einfluss auf diesen Parameter genommen werden. Entscheidend ist, dass je größer der vordere Hebel, über den das Pferd abfußen muss, ist, desto stärker werden die tiefe Beugesehne und die Hufrollenregion belastet. Das funktional bedeutende Verhältnis von Hebel zu Stützfläche wird auf hartem Boden durch die Verwendung eines Eiereisens maßgeblich beeinflusst. Das Anbringen einer palmaren Unterstützung, verbunden mit der Verlängerung des Hufeisens bis unter das Ballenlot, bewirkt eine Verschiebung des Verhältnisses von Hebel zur Stützfläche zugunsten der Stützfläche. Interessant ist weiterhin, wie die Stellung des Hufes in weichem Boden die einwirkenden Hebelkräfte beeinflusst. Eindeutig erkennbar sinken die Trachten bei der Verwendung eines Standardbeschlages im Vergleich zur Nutzung eines Eiereisens stärker in den Boden ein. Dadurch stellen sich Huf und Hufbein in Bezug zum Boden durch den Beschlag mit einem Eiereisen steiler. Wird das Drehzentrum in Bezug zu Abrollpunkt und Schenkelenden gesetzt, ergibt sich der vordere Hebel, über den das Pferd abrollen muss, und der hintere Hebel, der Einfluss auf das Auffußen nimmt. Das Verhältnis zwischen vorderem und hinterem Hebel bestimmt die an der tiefen Beugesehne wirkende Spannung. Deren Ansatz ist an der palmaren Fläche des Hufbeins und diese kräftige Sehne erfährt an der Hufrolle eine Verlaufsänderung. Bei der Übertragung der Situation mit einem Standardbeschlag auf weichem Boden, dargestellt durch die dünnen Linien,
Auf die Verwendung eines Eiereisens zeigt sich Folgendes. Durch die steile Ausrichtung des Hufes liegt der Abrollpunkt weiter hinten bzw. der vordere Hebel verkürzt sich. Das Abfußen wird erleichtert. Damit verändert sich der Verlauf der tiefen Beugesehne, die damit auf weichem Boden bereits im Stand eine geringere Zugbelastung erfährt. Zudem muss diese Struktur durch die Verlängerung des vorderen Hebels in der Phase des Abfußens weniger Kraft aufnehmen. Durch die Verlängerung der palmaren Unterstützung bis unter das Ballenlot wird zudem der hintere Hebel vergrößert, wodurch in der Phase des Auffußens veränderte Kräfte wirken. Damit nimmt der Beschlag mit einem Eiereisen deutlich Einfluss auf die Dynamik und Biomechanik des Bewegungsablaufes. Jeder Beschlag hat neben der Wirkung auf Knochen, Sehnen und Bänder der Zehe auch Einfluss auf die Verteilung der auf die Hufkapsel einwirkenden Druckkräfte. An dieser Stelle wird veranschaulicht, welche direkten Bodenreaktionskräfte zwischen Hufeisen und Boden entstehen und in welcher Form diese an die Hufkapsel weitergegeben werden. Zu diesem Zweck wurden zwei Druckmesssensoren der Firma Megascan gleichzeitig an einem Huf fixiert. Beide Vorderhufe wurden beschlagen und jeweils der linke den entsprechenden Messungen unterzogen. Zur Verfügung standen jeweils 5 Pferde und als Referenz dienten sowohl der Barhuf als auch die Untersuchung eines Standardbeschlages. Da die Druckmessfolien sehr dünn sind, war es möglich, parallel einen Sensor mit Hilfe zweier Nägel zwischen Hufeisen und Huf anzubringen und einen weiteren mit Tape zwischen Boden und Beschlag. Da der Effekt verschiedener Beschläge in starkem Maße vom Boden abhängt, wurden alle Messungen auf geraden Bahnen bestehend aus Beton, Gummimatte, hartem und tiefem Sand vollzogen. Zur Auswertung der Druckmessdaten sind folgende Parameter von Bedeutung. Die Stärke der vertikalen Druckkräfte wird anhand von Farben kodiert. Dabei kennzeichnet Rot Druckspitzen, also die maximal einwirkende Druckkraft. Über Orange, Gelb, Grün, Hellblau bis hin zu Dunkelblau werden die abnehmenden Druckkräfte angegeben. Weiterhin wird die Lage des Kräfteschwerpunktes im Stand oder der Hauptstützphase betrachtet. Dieser ist durch ein schwarz-weißes Kästchen gekennzeichnet. Zur Beurteilung des Verteilungsmusters der einwirkenden Druckkräfte wird der Huf in folgende Abschnitte eingeteilt und die prozentuale Belastung bei verschiedenen Beschlägen ermittelt. Zudem kann eine mediolaterale Einteilung in zwei Hälften erfolgen und die Analyse der Druckverteilung auf die vordere und hintere Hufhälfte. Zuerst erfolgt die Betrachtung der Druckkräfte im Schritt, die direkt zwischen Hufeisen und hartem Boden, in diesem Fall Beton, entstehen. Zum Vergleich stehen ein Standardbeschlag ohne Zehenrichtung und Zehenkappe gegenüber dem Eiereisen. Das Standardeisen erzeugt ein typisches Bild mit gleichmäßiger Auflagefläche und Druckspitzen an der Zehe. Das Druckverteilungsmuster ausgehend von einem Eiereisen zeigt hingegen Abweichungen von dieser Situation. Während an der Zehe und den Eisenschenkeln keine Änderungen in der Druckverteilung im Vergleich zu einem Standardbeschlag zu erkennen sind, zeichnet sich im hinteren Hufbereich der Steg des Hufeisens deutlich ab. Durch die palmare Unterstützung steht mehr Fläche zur Verteilung der Druckkräfte zur Verfügung. Doch wie wirkt sich nun im Schritt die von der Hufeisenform vorgegebene Druckverteilung direkt auf die Hufkapsel aus? Es zeigt sich, dass auf hartem Boden die Druckbelastung ausgehend vom Eisen an den Huf weitergegeben wird. Die Oberflächenmodifikation in Form des palmaren Steges befindet sich außerhalb der Hufsilhouette und zeigt im Vergleich zu einem Standardbeschlag kaum Veränderungen im Druckverteilungsmuster. Seine eigentliche Wirkung entfaltet das Eiereisen auf weichem Boden, der ein Einsinken verschiedener Hufabschnitte erlaubt. Auch an dieser Stelle wird der Standardbeschlag ohne Zehenrichtung als Vergleichsbasis für das Eiereisen herangezogen. Sinkt der beschlagene Huf maximal in den Boden ein, werden Strahl und Sohle vollständig zum Tragen herangezogen. Dünn zeichnet sich das Hufeisen als hellblau bis grüne Linie von der Zehe bis zu den Trachten ab, da dort die Druckbelastung am größten ist. Die Betrachtung des Druckverteilungsmusters im Schritt ausgehend von einem Eiereisen in tiefem Sand zeigt Folgendes. An der Zehe ist durch die steile Stellung eine höhere Belastung zu erkennen. Im mittleren Bereich des Hufes ergibt sich kaum Unterschiede zwischen den Beschlägen. Da im palmaren Bereich durch den verlängerten Steg das Einsinken in den Boden erschwert ist,
zeichnet sich in dieser Region unter dem Eisen ein erhöhter Bodengegendruck ab. Auch an dieser Stelle ist von Interesse, inwieweit die Druckkräfte im Schritt ausgehend vom Beschlag auf die Hufkapsel projiziert werden. Es zeigt sich durch die steilere Stellung des Hufes, dass an der Zehe eine stärkere Belastung zu erkennen ist. Der mittlere Hufbereich zeigt kaum Unterschiede im Vergleich zu der Belastung durch einen Standardbeschlag. In der hinteren Hufregion ist zu erkennen, dass der Strahl nicht in die Belastung einbezogen wird, da kein Kontakt mit dem Steg besteht. Sämtliche Druckbelastung wird an die Trachten weitergegeben. Da der Huf aufgrund der palmaren Unterstützung nicht wie bei einem Standardbeschlag in den Boden einsinken kann, ist der Bodengegendruck in dieser Region verstärkt. Druckspitzen an den Trachten sind die Folge. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das Eiereisen seine Wirkung besonders auf weichem Untergrund zeigt. Wird das betreffende Pferd also ausschließlich auf hartem Boden gehalten, fällt ein großer Teil der Wirkung des Eiereisens weg. Im Vergleich zu einem Standardbeschlag lassen sich dabei deutliche Unterschiede im Druckverteilungsmuster erkennen. Bei der Verwendung eines Standardbeschlages auf weichem Boden sinken die Eisenschenkel in den Untergrund ein und der Strahl wird zum Tragen herangezogen. Ausgehend von einem Beschlag mit einem Eiereisen wird das Einsinken des hinteren Hufbereiches erheblich vermindert, wodurch der Bodengegendruck zunimmt. Da in diesem Fall der Strahl nicht mit einem Polster zum Tragen herangezogen wird, ist im Gegensatz zur Verwendung eines Standardbeschlages keine Lastaufnahme durch den Strahl erkennbar. Dies hat eine kontinuierliche Entlastung der hinteren Strahlregion auf allen Böden zur Folge. Insbesondere bei Erkrankungen in der Hufrollenregion kann dies von Vorteil sein. Allerdings verteilt sich dadurch der zunehmende Druck ausschließlich auf die Trachten. Dieser Hufbereich zeigt damit deutliche Druckspitzen im weichen Boden. Durch die steilere Stellung und das Fehlen der Strahlfläche zur Lastaufnahme verschiebt sich dadurch die prozentuale Verteilung der dorsopalmaren Druckbelastung hin zur vorderen Hufhälfte. Zwischen Hufeisen und Hufkapsel bewirken die verschiedenen Beschläge damit unterschiedliche Belastungsverhältnisse, auf die es bei der Verwendung eines Eiereisens zu therapeutischen Zwecken zu achten gilt. Insbesondere die deutlich erhöhte Belastung der Trachten in Kombination mit Einschränkung des Hufmechanismus ist in die Überlegung einzubeziehen. Generell gilt, dass die Bodenbeschaffenheit, die Größe der lastaufnehmenden Fläche und der Bodengegendruck den größten Einfluss auf das Druckverteilungsmuster haben. Der Fußungsablauf selbst wird aus mehreren stabilen Schritten bestimmt. Diese werden zu einem Bild gemittelt, welches die Wanderung des Kräfteschwerpunktes in der Stützbeinphase zeigt. Dazu wurden die Pferde auf verschiedenen Böden auf einer geraden Strecke ohne Ablenkung und Seitwärtsbewegung des Kopfes geführt. Die Aufnahme erfolgt über 10 Sekunden mit 100 Bildern je Sekunde. Bei der späteren Auswertung mit der Software Huf der Firma Megascan wurden jeweils der erste und letzte Schritt verworfen, sodass 6 bis 7 stabile Schritte in die Auswertung einbezogen wurden. Das gemittelte Bild zeigt die Phase des Auffußens, die Bewegung in der Hauptstützphase, das Abfußen und den Abrollpunkt. Der Vergleich des Fußungsablaufes zwischen Standardbeschlag und Eiereisen ergibt, dass der Effekt durch die Modifikation auf das individuelle Fußungsmuster sehr gering ist, wie an den 3 Beispielen erkennbar ist. Allerdings ist davon auszugehen, dass durch Verlängerung des palmaren Hebels in Form des eingeschweißten Steges das Auffußen verändert wird und in dieser Phase die Belastungsverhältnisse an Sehnen und Bändern verändert werden. Der Grad der Verlängerung des palmaren Steges ist daher sinnvoll abzuwägen. Die Betrachtung des Fußungsablaufs auf den verschiedenen Böden lässt erkennen, dass auf hartem Boden das individuelle Auffußen, wie in diesem Falle von lateral, über die äußere Zehe deutlich ausgeprägt erscheint. Je mehr das Pferd jedoch einsinken kann, desto gleichmäßiger ist die Druckverteilung, da mehr Fläche zur Lastaufnahme zur Verfügung steht. Der Fußungsablauf wird planer. Durch die Verwendung eines Eiereisens ist allerdings auch auf weichem Boden kein Effekt auf das Auffußen bzw. die Stützbeinphase zu erkennen.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Eiereisen durch seine verlängerte Unterstützung im palmaren Hufbereich weniger in den Boden einsinkt, während die Zehe verstärkt in den Boden eindringen kann. Dadurch stellen sich Huf und Hufbein in Bezug zum Boden auf weichem Untergrund steiler als bei der Verwendung eines Standardbeschlages. Basierend auf biomechanischen Annahmen anderer Arbeitsgruppen wie Denoir hat das zur Folge, dass sich die oberen Zehenknochen absenken und die Streckung des Fesselgelenkes verstärkt wird. Der positive Effekt des steileren Hufbeinwinkels ergibt sich damit aus der Wirkung auf die tiefe Beugesehne und die Hufrollenregion bestehend aus dem Ansatz der tiefen Beugesehne, Strahlbein, Hufrollenschleimbeutel und Strahlbein-Hufbeinband. Zu beachten ist an dieser Stelle allerdings die durch das Absinken der oberen Zehenknochen zunehmende Belastung des Fesselträgers, der oberflächlichen Beugesehne und der Gleichbeinbänder auf weichem Boden. Die beschriebenen Effekte auf die Ausrichtung der oberen Zehenknochen scheinen jedoch abhängig von der individuellen Zehen- und Gliedmaßenkonformation. Des Weiteren stellen Untersuchungen an Röntgenaufnahmen lediglich eine statische Momentaufnahme dar, was für die Beurteilung biomechanischer Wirkung und deren Rückschlüsse auf dynamische Abläufe Fragen offen lässt. Spezielle Untersuchungen zu diesem Punkt werden folgen. Nicht zu vergessen ist der Effekt des Eiereisens auf weichem Boden, bedingt durch Änderungen der Zehenstellung und der Belastungsverhältnisse im palmaren Hufbereich. Die Zehenknochen und Hufknorpel sind durch einen sehr komplexen Bandapparat miteinander verbunden, welche durch die Verwendung eines Eiereisens ebenfalls Wirkung erfährt. Die kurzen Zehenbänder im palmaren Hufbereich wie auch das Strahlbein-Hufbeinband werden auf weichem Boden ebenfalls entlastet. Grundlegend ist bei der Anwendung einer solchen Beschlagsmodifikation zu beachten, dass zumeist die Wirkung auf Sehnen, Bänder, Knorpel und Knochen oder die Veränderung dynamischer Prozesse im Fokus steht. Häufig wird dabei der Effekt auf die umgebende Hufkapsel selbst in den Hintergrund gestellt. Durch Veränderung der Druckverteilung bzw. der lastaufnehmenden Fläche ist der Einfluss auf die sensible Blutzirkulation und die Architektur der Hornsubstanz nicht unerheblich. Insgesamt stehen alle anatomischen Strukturen der distalen Gliedmaße räumlich und funktional in enger Beziehung. Es ist immer davon auszugehen, dass die Entlastung einer Struktur zur vermehrten Belastung des Gegenspielers führt. Dies macht die genaue Abwägung der Wirksamkeit einer Beschlagsmodifikation im individuellen Fall sinnvoll. Wir bedanken uns bei der Firma Werkmann sowie unseren Helfern und für Ihr Interesse.